Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Lift Alive. Heute die Partie Guten Eis gegen die Tree City Americans. Und Bratmann mit der Nummer 14 immer noch dabei bei den Guten Eis. Wir wissen ja, er muss eine Saison noch mal spielen. Ich weiß nicht, ob er vielleicht während der Saison doch noch gedraftet wird. Aber es sieht so aus, als würden wir hier wirklich noch mal eine Saison bei den Guten Eis spielen. Aber für mich ist es mittlerweile, muss ich wirklich sagen, kein Abbruch. So kann ich meine Skills verbessern und ich kann noch ein bisschen ranreifen, wie der Manager es gesagt hat. Und hat gesagt, hier kommt noch so ein bisschen nach oben ziehen. Ich kann die Entscheidung im Endeffekt nicht nachvollziehen, aber es ist okay. Wir spielen die Saison, wir geben unser Bestes. Und heute gegen die Tree City Americans wollen wir nochmal ran. Und vielleicht können wir dann sogar diese Saison den CHL bzw. WHL-Titel gewinnen. Und daraufhin werden wir jetzt arbeiten. Jeden Tag kommt ihr hier Lift Alive und von dem her ist das überhaupt kein Problem. Dann gibt es halt die Entscheidung für die NHL. Wann anders? Ein Tor haben wir geschossen in einem Spiel. Und das ist so schon mal gar nicht schlecht. Blattmann macht im Prinzip da weiter, wo er zuletzt aufgehört hat. Jetzt gegen die Tree City Americans wird es natürlich nicht leicht. Wir müssen gucken, dass wir die ständig unter Zug halten. Denn nur so können wir am Ende als Sieger vom Eis gehen und da haben wir jetzt vielleicht sogar schon die erste Möglichkeit. Blattmann, der zieht ab und knapp am Tor vorbei. Westcott, komm schon, komm schon. Wand und Blattmann, komm. Ah, oh, schade. Dijkhuis. Ach, es ist wieder so krass hier zu sein bei den Guten Eis. Die letzten Spiele waren natürlich so ein bisschen, wo ich gedacht habe, so, boah, jetzt nochmal eine Saison. Was machst du, wie machst du? Aber nö, wir machen einfach weiter. Einfach weiter und wir schaffen es im zweiten Jahr hoffentlich. Dann einfach den Sprung in die NHL. Und wir hatten schon mal das Feeling. Wir konnten uns schon mal in dem Dress der Anaheim Ducks wohlfühlen. Und der Contract, der läuft natürlich weiter. Also wir müssen jetzt nicht danach noch 3 Jahre bei den Anaheim Ducks bleiben. Sondern der Contract, der läuft natürlich. Und wenn wir das Jahr jetzt rum haben, dann sind es nur noch 2, ganz normal. Und vielleicht ist es ja mal so weit, dass wir einen Werbevertrag kriegen. Allerdings denke ich nicht, dass wir den bei den Kutener Eis bekommen werden. Sondern da sollten wir schon für die Anaheim Ducks spielen. Oh, das war bitter. Und da gibt es direkt auf die Fresse. Das war zu heftig mit dem Torhüter. Da sind wir so ein bisschen aneinander gerasselt. Und Caldwell, der denkt sich gleich hier, nee, 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 mein Freund. Das muss nicht sein. Okay, ich gebe es zu. Es ist wirklich, ha, es war haarscharf. Also Strafe gibt es wohl. Ich wollte eigentlich nur schießen und habe dabei den Torhüter volles Gerät umgerannt. Und da wird er doch auf den Boden geschmissen. Und der Kampf ist durch. Caldwell und Wand gehen beide in die Strafbox. Und das war krass. Das war richtig krass. Also der Check. Jetzt sehen wir es nochmal. Bams! Da habe ich den Torhüter ins Tor befördert. Und Wand natürlich im Stile eines Enforcers schützt er hier den Star der Kutener Eis. Spencer Wand, 5 Minutes Major und ich bin erstmal raus. Für mich gibt es keine Strafe zum Glück. Also lediglich jetzt die Ersatzbank. Ich bin ja aktuell noch in Reihe 3 bei den Kutener Eis jetzt wieder. Die müssen sich auch erst finden. Das ist das 9. Spiel und ja, da dauert es ein bisschen, bis man dann wieder so weiß, wo man steht und wie und was und überhaupt. Dementsprechend ist das alles nicht so das Thema. Also wir müssen uns wieder reinarbeiten in die Mannschaft. Die müssen natürlich auch erst finden. Und dann können wir wieder angreifen. Versuchen natürlich das Beste draus zu machen. Wieder in die Playoffs zu kommen. Wir wissen ja jetzt, wie die Playoffs ablaufen. Und die Moose Jaw Warriors, die haben uns letztes Jahr deutlich eingeschenkt. Aber genau das werden wir dieses Jahr hoffentlich verhindern zu wissen. 7,5 Minuten noch im Anfangsabschnitt. Shirley auf Dejeuner. Es sind viele, die geblieben sind. Es sind aber auch einige, die weggegangen sind. Und ich glaube, Reinhardt ist weggegangen. Montgomery sehe ich aktuell auch nicht. Aber den Check habe ich kommen sehen. Und er war nicht schlecht. Jawohl, da schickt der Blattmann. Und der ist in der Vorwärtsbewegung. Da kann was rauskommen. Komm. Ah, der Querpassmann. Ich wollte doch. Schade. Und der nächste Check, andeutungsweise zumindest Pedretti, aber nicht so optimal. Hilbert, Achtung! So, auf geht's nach vorne, Freunde, Faith.
Ja, Renford, ohne Probleme, in die Fanghand. 54 Sekunden noch, dann ist das erste Drittel schon vorbei. Und es steht 0:0 zwischen Kootenai und den Tri City Americans. Komm nach vorne, da geht noch was. Und Schuss! Ah, es hat nicht mehr gereicht. Jetzt gibt's auch noch Abseits. Ich glaube nicht. Was ist hier los? 0,6 Sekunden vor Ende gibt's dann doch nochmal Abseits. Aber gut, das war's. 0-0. Nach den ersten 20 Minuten. Eigentlich alles ganz gut, bis auf die Statistik, da wir ja nur nicht getroffen haben. Aber auch da bleiben wir selbstverständlich dran. Jetzt hier im zweiten Drittel im Western Financial Place. Im Zuhause der Kootenai Ice. Sehr schön gemacht vom Blattmann. Und da ist es doch! Wie haben wir da drauf gewartet? 1-0 Kootenai. Tor durch Blattmann. Sein zweites in dieser Saison. Er hat natürlich hier unten, sieht man es, das Trikot der Anaheim Ducks übergestreift. Denn er ist ja aktuell unter Vertrag bei diesen. Er muss nur für die WHL spielen in Form der Kootenai Ice. Schade, dass ich nicht für die AHL spielen kann. Wäre sicherlich auch interessant gewesen, wenigstens dann in die AHL abgestellt zu werden. Aber das ging wohl nicht. Warum, kann ich aktuell nicht sagen. Und es war ein früher Treffer vom altbekannten Star der Kootenai Ice, von Alexander Blattmann. Und so kennen wir ihn und so wollen wir ihn selbstverständlich. Und wir werden jetzt natürlich drauf pochen, hier nochmal einen draufzulegen. Oh, 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 Rückhandschuss leider. Mit der normalen Vorhand wäre das sicherlich ganz anders gegangen. So, hinten mitarbeiten tut er ebenfalls. Also er zeigt hier sein Potenzial und er zeigt auch, was er drauf hat. Und er will sich natürlich wieder empfehlen im nächsten Jahr für die Anaheim Ducks, damit er endlich das spielen kann, sein Traum in Erfüllung geht. Er war so knapp davor, aber es hat nicht gereicht. Und diesbezüglich wollen wir natürlich uns besser denn je vorbereiten. Ich bin mal gespannt, ob er vielleicht seine Punkte von 123 Punkten, ob er die nochmal übertreffen kann in dieser Saison. Oder ob er konstant bleibt zumindest. Das wäre hier doch schon wünschenswert. Close holt sich hier die Scheibe vor Blattmann. Da stehen wir gerade, also gehen wir raus. Wenig Eiszeit kriegen wir selbstverständlich. In der dritten Reihe, man merkt das schon, Hulbig. Achtung, Climber. Und da müssen sie aufpassen, die Eis, damit es hier nicht schief geht. Shirley. Und so wie es scheint, die Torhüter konnten sich nicht profilieren für einen Sprung in die NHL. Weder Skapski noch Hovland. Die haben wir beide gesehen in den Tests und den Folgespielen. Oh, 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 Brown mit dem Schuss am Tor vorbei. Caldwell auf Shirley, Fehlpass. Mills, neuer Mann bei den Kootenai Ice. Degeneau auch bekannt, Shirley bekannt. Also es gibt neue und es gibt alte und die werden wir natürlich im Laufe dieser Saison wieder analysieren und schauen, wer wird sie rausstellen, so wie in der letzten Saison einfach diese RBM-Reihe ausschlaggebend war. Reinhardt, Blattmann und Montgomery. Allerdings kann ich, doch, Reinhardt habe ich hier gerade ausgemacht, allerdings die 38 Reinhardt, nicht mehr die 23. Also auch hier von der Umstrukturierung betroffen. Komm! Oh, Doppelpass! Gibt's auch mal, dann hau mal drauf! Komm, Digga! Ah, oh, Renford! Und Blattmann, der steckt hier einen Check ein. Aber kein Problem. Das muss man natürlich mitnehmen. Und hier sehen wir es nochmal. Caldwell mit der Chance, aber Skapski macht das hervorragend. Kriegt hier die Blockhand gerade noch so vor den Puck und verhindert den Ausgleich für die Tri City Americans. Sehr schön gemacht. Scheibenbesitz, Kootenai. Westcott of Renford. Komm mal ab hier, Freund. Westcott, der Neuzugang, auch bei den Kootenai Ice. Achtung. Scheibe rutscht hier durch. Oh. Und da geht er gleich wieder ab, der Blattmann. Das, dafür ist er bekannt. Da müssen die Spieler, die gegenüberspielenden Spieler, die müssen da aufpassen, Freunde. Das ist schon nicht ganz leicht.
Aber so ist es, ne? So ist das. Gogliano. Globki, abgefälscht vom Blattmann. Super gemacht. Und da jetzt dieses Mal nochmal die Möglichkeit. Kein Abseits. Er hat noch Zeit. Aber zum Tor vorbei. 1-0 durch das Tor vom Blattmann. Frühes Tor im zweiten Drittel. Die Kuttener Eis auf dem besten Wege, hier einen Sieg auf heimischem Eis davon zu tragen. Der Captain, hier haben wir ihn gesehen, der Kuttener Eis. Ist natürlich für Blattmann wieder blöd, da er im Endeffekt nur abgestellt war und sich jetzt wieder profilieren muss. Das ist natürlich dann immer schwieriger. Aber auch das sollte eigentlich keine Probleme darstellen für den Mann im Dress der Eis. Da gehen wir zu zweit dran. Holt er die Scheibe, Bloody. Wand. Sehr gut. Auf geht's nach vorne. Komm schon. Was ist das denn? Und abseits. Ja, schade. Konnte ich auch nicht mehr bremsen oder verhindern, dass er den Puck nimmt. Kein gutes Zusammenspiel. Caldwell. Ah, fängt er die Scheibe ab. Gut gemacht. Wand. Mit dem Schuss übers Tor. Komm, Westcott, Spiel. Ah, oh, doch nicht so. Fran Kösch. 16,5 Minuten noch. Oh, toll. Alter, nimm ihn doch mit, Mann. Also jetzt gerade ist der Wurm drin. Im letzten Abschnitt ist wirklich der Wurm drin. Jawohl, jawohl. Ah, nee, das gibt's doch nicht. Spiel doch mal genauer jetzt. Alter, so viele Möglichkeiten und keine... Hey, was macht ihr denn? Oh, wow. Warte mal, jetzt drauf! Oh, voll an die Maske von Renford. Noch 11 Minuten in dieser Partie. Und da ist er wieder im Fokus, der Blattmann, natürlich. Bams mit dem Check. Und dann hier nochmal. Und der, zack, da, schade, dass er da die Scheibe nicht durchgekriegt hat. Das wäre es natürlich gewesen. A+, 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 der Trainer wieder durch und durch zufrieden mit uns. So wie wir es eigentlich nicht anders gewohnt sind. Aber auch das... Strafe angezeigt gegen die Kutener Eis. Und das ist bitter. Powerplay für die Tree City Americans. Und hier würde ich ganz gerne nochmal sehen, wofür. Auf jeden Fall sind wir mit dabei. Gesetz in Unterzahl. Brown hier, die Nicklich. Oh, okay, der war's. Alles klar. Rod Mills wegen Behinderung. Auch Neuzugang bei den Kutener Eis. Und wir waren doch gerade gesetzt. Die Kamera hat doch Bände gesprochen. Dann halt nicht. Reinhard, sehr gut. Weg das Ding erstmal. Glocke auf Dijkhuis. Hört sich holländisch an, der Name Dijkhuis. Und jetzt Verteidigung, Freunde. Verteidigung, Verteidigung ist hier das A und O. Bowels. Auf Glocke. Oder Glocki. Sind in Amerika, wie auch immer. Achtung, Dijkhuis. Und da ist es auch. Ausgleich. Schöner Treffer von den Tree City Americans, das muss man fairerweise sagen. Aber dennoch ganz ungünstig, Clint Dijkhuis nach Klopke und Bowles. War natürlich ein Blue Liner und der ist riesig, der Dijkhuis. Schaut ihn euch an, der ist richtig riesig. Wise, die 93, ebenfalls neuer Spieler bei Kutenau und Skapski. Ja, da weiß ich mir nicht, da bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall Ausgleich kurz vor Ende dieser Partie. 7,5 Minuten noch. Und jetzt müssen wir nochmal alle Kräfte mobilisieren, Freunde, um hier zum verdienten Sieg zu kommen. Komm, rüber dort, Ei! Wow, wow, wow. Abfälschen, abfälschen, Nachschuss. Ah, schade. Schade, schade. Bleib drin, abseits, raus. Ich bin weg. Kommt die Scheibe tief. Ist da jemand? Ich gehe mal links rum.
Oh, schade, da tricksen sie uns aus. Sehr gut gemacht. Boah, heftiger Check. Komm, Skapski, gib das Ding her. Wir müssen weitermachen. Wo ist er? Hör auf damit. Mit dem Blödsinn. Und jetzt geht's nach vorne, Freunde. Jetzt geht's nach vorne. Komm. Da laufen wir direkt in die Schussbahn. Meine Fresse. Jawohl. Ah, das ist nicht unserer. Ich muss runter eigentlich vom Eis, aber ich kann jetzt nicht. Wir sind in der Defensive. Das wird sicher jeder verstehen. Alter. Und jetzt geht's nach vorne. Komm, Face. Mach keinen Scheiß jetzt. Das glaube ich jetzt nicht. Alter. Komm jetzt, Face. Wunderbar. Rüber das Ding. Komm. Nein, da klaut er mir das Ding von der Kelle. Komm. Jawohl, klar. Jetzt muss ich noch gehen. Ist logisch. Scheiße, das ist natürlich ungünstig. Mann! So ein Blödsinn, echt. Jetzt noch kurz durchhalten. Zumindest den einen Punkt auf jeden Fall retten und dann mit viel Glück versuchen hier in Overtime zu gewinnen. Schade. Mann, Mann, Mann. Das war unnötig, aber ich wollte natürlich im Sinne der Mannschaft versuchen, dass wir hier den Puck kriegen und vielleicht doch noch kurz vor Schluss den Siegtreffer erzielen. Da war auch nochmal die Latte mit bei eben. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Vorbei, Gott sei Dank. Auf jeden Fall haben wir einen Punkt gegen die Tri-City Americans. Ob der zweite Punkt dazukommt, das erfahren wir natürlich jetzt gleich. Overtime angesagt. Und dann wollen wir doch hoffen, dass wir den nächsten Punkt noch mitergattern können. Ein Treffer haben wir auf jeden Fall gemacht. Weller mit der 6, auch neuer Mann. Westcott und Weller. Zwei neue Leute. Und da muss er nochmal Platz nehmen, der gute Mann mit der 14. 1,40 noch Unterzahl, ehe er wieder losschlagen kann hier für die Kutener Eis. So, da ist er wieder. Jetzt können wir nochmal losschlagen, oder Freunde? Stormwall. Dich hole ich gleich mal weg. Oder auch nicht. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Richardson. Ebenfalls neu. Also wir haben wirklich viele Neuzugänge hier im Team. Und wir müssen einfach gucken, dass wir wieder eine Mannschaft formen. Oh, der war wieder heftig. Und ich würde gern selber. Ah, kann ich aber nicht. Das kann ich leider nicht. Der Check war heftig. Pedretti. Heute im Infight jetzt gegen den Spieler der Tri-City Americans. Und der war bitter. Der war richtig bitter. Aber der war fett. Der war richtig geil. So, ich habe die Wucht gespürt beim Aufprallfahren quasi. Und da macht er sehr gut. Das macht er sehr gut gegen Keith. Komm schon, Pedretti. Hau ihn um. Hau ihn aus den Socken, Mann. Jawohl, nochmal. Komm, ja. So muss das sein. Und tschüss, Mann. Sehr schön gemacht. Da zeigt er ihm, was eine Hake ist. Der Mann mit der 87. Oh, der hat eine blutige Fresse, aber richtig, Mann. Alter. Habt ihr das gesehen? Hoffentlich sehen wir die Spieler noch. Der hat richtig eine rote Fresse gehabt. Ah, sieht gar nicht so schlimm aus hier. Gerade eben sah das schlimmer aus. Also so richtig bam in eine Fresse rein. So, auf geht's, Martin. Jetzt rüber das Ding. Und dann rein. Oh! Kann doch nicht sein. Abfälschen, abfälschen. Oh, das gibt es nicht. Ich riech doch das Tor. Aber nicht für euch. Nicht für die Tri-City Americans. Holt ihr den Puck? Jawohl, jawohl. Komm. Alter. Oh! Mann. Riesenchance hier für Blattmann. Aber der kriegt das Ding nicht unter. Alter, das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Das ist die Führung durch Bowles.
Und gleichzeitig der Sieg für die Tri City Americans in Overtime. Ja, bitter, Freunde. Aber schönes Tor. Blattmann versucht hier die Scheibe noch zu blocken, kriegt er nicht hin. Skapski, zack und 2-1. Und das ist der Sieg für die Americans. Einen Punkt haben wir gekriegt. Und wir schauen mal, was uns das für eine aktuelle Position beschert. Und ich muss mir mal ausrechnen, wo ich aktuell bin, denn ich habe keine Ahnung, bei welcher Folge, für welche Woche. Ich habe den Uploadplan schon ein bisschen vorbereitet und ich weiß, für welche Woche ich noch aufnehmen muss. Also könnte das der Mittwoch gewesen sein. 1, 2, 3, 4, 5, das müsste der Mittwoch gewesen sein, an dem diese Folge erscheint, damit ich weiterhin die Statistiken und meine Aufbesserungswerte zeige am Ende der Woche. Dementsprechend sollte ich das wissen, aber da werde ich mich drum kümmern, das ist kein Problem. Soll auch nicht euer Problem sein, auf jeden Fall unser Problem ist, dass wir verloren haben. So, die Statistik zählt ja nicht. Und nach einem Sieg gegen die Portland Winterhawks gibt es die Niederlage gegen die Tri City Americans. Das nächste Spiel gegen die Regina Pats. Oh, mach hinne. Noch ist es nicht amtlich, aber vermutlich den Smith und Quick heute Abend ihre Teams zwischen den Stangen. Yotes und Kings. Yotes, das sind die Phoenix Co-Yotes, aber das ist so Slang. Von dem her alles gut. So, in der Eastern Conference, die Prince Albert Riders vor den Lethbridge Hurricanes sind die Brandon Wheat Kings, dieses Jahr ganz oben mit dabei, letztes Jahr ganz unten mit dabei. Auf 4 die Swift Current Broncos sind die Madison Air Tigers, auf 6 die Regina Pats, unser nächster Gegner. Dahinter die Oil Kings, Kutena auf 8 mit 10 Zählern, dahinter Calgary, Moose Jaw, die Red Deer Rebels und die Saskatoon Blades als Schlusslicht der Eastern Conference. Tja, liebe Freunde, das war's von heute und ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.